dann herzlich willkommen zur heutigen .NET User Group Runde. Heute im kleinen Illustrin-Kreis im IT-Speicher. Mein Name ist Kenny Pflug. Hier sieht man, dass es nicht geht. Dann machen wir es so. Ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter, mittlerweile am Uniklinikum. Hier noch mit kurzen Haaren, hier schon etwas länger. Ich habe einen Blog, auf dem ich regelmäßig blogge. Ich habe natürlich auch einen Twitter-Account, unter dem ihr mich erreichen könnt. Ich habe auch einen YouTube-Channel, wo ich einige Videos vor allen Dingen zu meiner Vorlesung hochgeladen habe. Also wer von euch nicht richtig programmieren kann, der könnte das da zum Beispiel lernen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Thema kennt, wisst ihr aber, dass das nicht so vorteilhaft wäre, wenn man jetzt noch nicht so gut programmieren könnte, weil das ja doch einiges vor sich hat. Was machen wir denn heute Abend? Wir werden uns über Design by Contract unterhalten. Was das genau ist, also wir gehen erstmal ein bisschen in die Theorie rein. Was hat Bertrand Meyer eigentlich mit Design by Contract bezwecken wollen? Dann schauen wir uns ein Framework namens Code Contracts an, das für .NET Design by Contract anbietet. Und wir werden auch alternative Ansätze besprechen und uns nochmal verdeutlichen, was eigentlich der Sinn von ausführbaren Spezifikationen ist. Und ich werde diese Themen bunt mischen, also wir gehen hier nicht von vorne bis nach hinten durch, sondern so wie ich es für sinnvoll gehalten habe, habe ich dann eben aus diesen vier Themengebieten den Vortrag strukturiert. Aber wir springen mehr oder minder wild hin und her. Jo, dann fangen wir doch mal an. Was ist Design by Contract? Wer von euch hat denn schon mal Design by Contract gehört? Wer hat schon mal damit gearbeitet? Das dann schon eingesetzt? Okay, einer? Ich auch, ja. Das wäre nicht so passend für den Vortrag hier. Wer hat gar keine Vorstellung, was Design by Contract überhaupt ist? Okay, aber anscheinend zumindest ein bisschen Grundwissen ist da. Ja, wo kommt Design by Contract her? Das ist von einem sehr bekannten Programmierer und Professor an der ETH Zürich namens Bertrand Meyer veröffentlicht worden, 1988 schon, in seinem Buch Object-Oriented Software Construction. Ich habe es leider erst letztes Jahr gelesen. Ich wünschte mir, ich hätte es früher gelesen, weil da neben Design by Contract auch sehr, sehr viele andere sehr interessante Sachen drinstehen zur objektorientierten Programmierung. Ist jetzt aber nicht so für den Einsteiger geeignet. Also ich würde sagen, man sollte schon so mindestens 2-3 Jahre objektorientiert programmieren, damit man das, was er dort beschreibt, gut nachvollziehen kann. Nebenbei ist er natürlich auch noch Erfinder der Programmiersprache Eiffel und er hat auch noch ganz viele andere Sachen gemacht, aber ein wichtiger Teil ist eben, dass in Eiffel Design by Contract total verankert ist. Also es ist wirklich Teil der Programmiersprache, was jetzt eben bei anderen Programmiersprachen, die objektorientiert sind, C++, Java, C#, eben nicht der Fall ist. Ja, und was will dieser Bertrand Meyer mit seinem Design by Contract? Ganz abstrakt gesagt, wenn wir Interfaces haben oder abstrakte Basisklassen und wir möchten diese in anderen Subklassen, die dann diese Interfaces implementieren, einfügen, dann geben diese Abstraktionen die API zum Teil vor, also welche Members die Subklasse hat. Und das Ganze sind aber bei den üblichen Programmiersprachen, die objektorientiert sind, eigentlich bloß Sachen, die die Syntax betreffen. Das heißt, wir haben bestimmte Methoden, die müssen drin sein, sonst sagt der Compiler nein beim Programmieren. Aber die Bedeutung, die dann in den Statements, die in diesen Methoden stecken, drin steht, die wird eigentlich nicht vom Interface mit vorgegeben. Also prinzipiell sagt man eben, das Interface, die abstrakte Basisklasse, geben für Subklassen eine Syntax vor, aber eigentlich nicht die genaue semantische Bedeutung, was da drin steckt. Beispiel. Ich habe hier eine Klasse und ich mache das vielleicht ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser lesen kann. Und ich möchte eine Klasse sein, die beispielsweise eine Collection ist. Dann könnte ich ja mal auf die Idee gekommen, dass ich hier iListOfT implementieren möchte. Und dann lassen wir uns doch einfach mal hier von unserem Code-Unterstützungstool. Hallo. Servus. Bitte den Platz. Für die Neuankömmlinge, es geht quasi gerade darum, dass ich ausdrücken möchte, dass wenn wir Interfaces oder abstrakte Basisklassen haben
dann geben die Syntax für Subklassen vor, in denen diese implementiert werden, aber wir haben noch nicht so die semantische Bedeutung dafür. Und dafür habe ich jetzt eben einfach mal spaßeshalber iListOfT in eine eigene Klasse, die eine Collection werden soll, implementiert und mir den Code generieren lassen. Und wenn ich jetzt dieses Projekt hier bilden möchte, dann sagt der Compiler, ja, das, was du hier an Code hast, das funktioniert, das lasse ich durch, das kann man ausführen. Aber natürlich ist jetzt jedem klar, dass man diese Klasse hier eigentlich noch nicht wirklich benutzen kann, weil die eigentlich bloß Exceptions wirft. Und zwar in jeder Methode, die wir hier drin haben. Also effektiv für den Einsatz gebrauchen kann man das Ganze nicht. So. Und das ist jetzt eben der Punkt von Design by Contract. Mit Design by Contract kann ich eben nicht nur die Syntax vorgeben, die ich dann in Subklassen implementieren muss, sondern auch noch die semantische Bedeutung. Das macht Design by Contract. Und wie macht das Design by Contract? Bertram Meyer hat das Ganze so aufgebaut, dass man Annahmen vor einer Methode und nach einer Methode einsetzt. Das sind die sogenannten Pre- und Post-Conditions, da komme ich gleich noch genauer dazu. Oder prinzipiell sind eben diese Boolean Assertions dafür gedacht, dass man an bestimmten Punkten im Code sagen kann, hier muss das und das gelten. Und an der Stelle muss das und das gelten. Und diese Assertions sind auch in einem Term, den er aufgestellt hat, sogenannte Queries. Und Queries haben keine Seiteneffekte. Das heißt, wir können zum Beispiel aus Feldern Werte auslesen, aber wir dürfen in diesen Assertion nicht Feldwerte setzen oder verändern in irgendeiner Form. Also nicht den Status des Objekts verändern. Also wir können uns quasi mal den Status des Objekts von Parametern und so weiter anschauen, aber nichts verändern. Das ist mit Query in diesem Fall gemacht. Ja, und diese Assertions gibt es eben im Wesentlichen in drei Varianten. Das sind Pre- und Post-Conditions, die stehen auf Methoden. Dann gibt es Klasseninvarianten, die gehen auf die komplette Klasse. Und dann gibt es noch Loop-Invariants und Variants, die werden bei Schleifen eingesetzt. Aber mit dem letzteren Punkt werden wir uns heute eher weniger beschäftigen. Ja, dann gehen wir gleich mal in Medias Res. Wie schaut das Ganze aus, wenn wir uns jetzt in Eifel bewegen würden? Und da muss ich ganz kurz nochmal mein Tool hier einschalten. Sorry, das wollte ich überhaupt nicht. So. Damit wir hier ein bisschen reinzoomen können. Das, was ihr hier jetzt auf der rechten Seite seht, ist Eifel. Und wie ihr seht, ist Eifel überhaupt nicht an C-orientierte Programmiersprachen angelegt. Also keine Semikolons notwendig. Es geht viel über Einrücken und neue Zeile. Das sind quasi von semantischer Bedeutung in dieser Programmiersprache. Aber ich denke mal, ich habe die Farben auch so gewählt, wie man das von Klassen und allgemein im Code von Visual Studio eben sehen würde. Also wir sehen hier eine Klasse StackOfT. Wird ja hoffentlich jedem bekannt sein, was ein Stack ist. Und dann sehen wir hier ein Member, das Array heißt und eben ein Array darstellt von T. Und dieses None bedeutet einfach bloß private in Eifel. Also dieser Array ist quasi für niemanden zugänglich, außer für die Klasse selbst. Und Feature Any heißt eben, dass diese Members Count, isEmpty und Pop nach außen hin sichtbar sind. Und Count ist ein Integer, wie man es eben bei einem Stack erwarten würde, ist empty, gibt ein Boolean zurück. Und hier sieht man dann auch mal, wie man quasi einen Return-Wert in Eifel setzen würde. Hier setzt man einfach den Result auf die Überprüfung, ob Count gleich 0 ist. Und Pop ist jetzt eigentlich die wichtige Methode, die ich mit euch anschauen möchte. In diesen Methoden in Eifel kann man nämlich vor und nach den eigentlichen Methodenkörper, das ist in dieser Do-Section, ein Require und Ensure setzen. Und in diesen Sektionen kann ich einfach beliebig viele dieser Boolean Assertions, die ich gerade erwähnt habe, auflisten. Das heißt, ich habe hier einerseits eben die Anforderung, Stack is not empty, und das linke ist im Prinzip ein Label, was ausdrückt, was denn diese Boolean Assertion soll. Und rechts ist tatsächlich ein einzelner Ausdruck, der dann eben beschreibt, oder der ausgeführt wird zur Laufzeit, um dann zu überprüfen, ob etwas richtig ist oder nicht. Das heißt, wenn ich Pop auf den Stack aufrufe, dann darf der Stack natürlich nicht leer sein, weil sonst kann ich ja nicht das oberste Element vom Stack wegnehmen. Und dieser Ensure-Clause
sagt im Prinzip, wenn du jetzt hier ein Element runtergenommen hast von Stack, dann kannst du davon ausgehen, dass sich der Count um 1 verringert hat. Das wird jetzt mit diesem Ensure-Clause ausgeführt. So, also wenn man jetzt mal diese Assertions gesehen hat, ist natürlich die Frage, was passiert denn genau zur Laufzeit, wenn jetzt irgendwie Client-Code diese Methode POP aufruft. Es geht wie folgt los, die Eiffel-Runtime, auch Eiffel wird in einer Runtime ausgeführt, fängt mit den Require-Sektionen an und führt dort alle Assertions auf, die man findet. Ich habe jetzt hier jeweils bloß eine aufgeführt, zur Vereinfachung, aber prinzipiell kann man hier beliebig viele Assertions, die man eben für sinnvoll hält, auflisten. Und dann wird eben erstmal die Require-Section abgelaufen. Ist der Stack nicht leer, wenn der Aufrufer den Call gemacht hat? Und dann könnte ich mir noch andere Assertions vorstellen, wenn die alle durchgelaufen sind und nichts zu beklagen haben, dann wird der tatsächliche Methodenkörper ausgeführt, also das tatsächliche Element vom Stack entfernt und zurückgegeben. Und wenn wir dann fertig sind, dann wird eben alles, was in der Ensure-Section steht, auch wieder überprüft. Also ist der Count wirklich verringert worden? Ist das zurückgegebene Element wirklich das, was oben auf dem Stack war? Ja, so, solche Assertions könnte man sich dann hier vorstellen. Und was passiert, wenn eine Assertion mal fehlschlägt? Also wenn die sagt, nee, das ist eigentlich nicht der Fall. Dann fliegt eine Exception. Und die bringt, ähnlich wie das auch in den uns bekannten Programmiersprachen der Fall ist, das Programm dann notfalls zum Absturz. Oder sie wird irgendwo gefangen und behandelt. So, was bringt uns jetzt das Ganze? Wenn was in Require schief geht, dann ist die Aussage dahinter ganz einfach, der Aufrufer hat einen Fehler gemacht. Weil in diesen Require-Sektionen, da überprüfe ich ja üblicherweise, ist mein Objekt im richtigen Zustand, wenn der Aufrufer diesen Aufruf startet? Oder ist ein Parameterwert, den mir der Aufrufer mitgegeben hat, in einer gewissen Reichweite, zum Beispiel zwischen 1 und 10, oder ist ein Objekt nicht null, was er mir mitgibt? Das heißt, wenn in der Require-Sektion eine Exception fliegt, dann ist ein Bug im Aufrufer. Wenn in der Ensure-Sektion ein Fehler fliegt, dann heißt es, dass es ein Bug im Supplier ist, also in der Klasse, in der diese Assertion definiert ist. Und das ist jetzt eben dieses Design by Contract, mit dem man eben sagen kann, okay, hier eine Exception geflogen, der Aufrufer ist schuld. Also gucke ich mal in den Aufrufercode, wer diesen fehlerhaften Aufruf verursacht hat. Oder in die Ensure-Sektion, da ist es natürlich eindeutig, okay, in meiner Klasse, die ich hier geschrieben habe, ist in dieser einen Methode irgendetwas falsch. Und das ist eigentlich dieses gesamte Konzept von Design by Contract. Auf das Wichtigste heruntergebrochen, dass es eben an bestimmten Punkten Assertions gibt, die Ja oder Nein sagen über den aktuellen Status des Programms. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, also könnte ja auch ganz schön performance-intensiv sein, diese Überprüfungen. Und Bertrand Meyer hat es in Eifel so gelöst, dass man diese Assertions beim Kompiliervorgang dazu oder wegnehmen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt meine Software ausgiebig getestet, ich lasse jetzt mal die Ensure-Sections komplett alle weg. Das heißt, wenn ich jetzt in die Produktionsabteilung gehe und dort den Code ausliefere, dann ist eigentlich bloß noch, oder werden bloß noch die Assertions überprüft, die in der Require-Sektion drin sind, aber nicht mehr die in der Ensure-Sektion drin sind. Und dieses selektive Programmieren ist eben auch noch ein sehr, sehr starker Bestandteil von Design by Contract. Hallo? Also das, was ich hier jetzt schon alles gerade erwähnt habe, findet man auch nochmal auf dieser Folie. Und das Wichtige ist eben, dass man verstanden hat, bei Preconditions Fehler heißt, der Client ist schuld oder der Supplier-Code ist schuld, wenn in der Ensure-Section irgendwas fehlschlägt. Ja, und Bertrand Meyer ist eigentlich Mathematiker, deswegen hat er das Ganze auch in eine mathematische Formel gegossen. Und vielleicht mögt ihr jetzt denken, Mathe, ist aber nicht so cool. Keine Angst, das ist eigentlich ganz einfach, was diese PAQ-Formel aussagt. Das ist einfach bloß, ich habe eine Menge
von Preconditions P und eine Menge von Preconditions Q, Postconditions Q. Und wenn alle P Preconditions erfolgreich ausgeführt werden, dann die Methode ausgeführt wird und Q dann auch noch komplett erfolgreich ausführt, dann heißt es einfach, dass die Methode A richtig implementiert ist. Punkt. Und dass die Aufrufer auch natürlich die Calls in der richtigen Variante durchführen. Also, wir werden diese Formel im Verlauf des Abends nochmal kurz sehen, aber eigentlich steckt nicht viel dahinter als eben genau das, was ich gerade erklärt habe. Okay, dann kann man jetzt natürlich sagen, ist ja schön, wie das der Herr Meier in Eifel gemacht hat, aber ich bin halt in .NET unterwegs und ich werde jetzt sicher nicht die Programmiersprache wechseln. Und seit 2006 oder 2007 hat es in Microsoft Research ein Bemühen gegeben, dass man eben diesen Design-by-Contract-Ansatz, dass man eben semantische Bedeutung mit zu seinen Klassen, zu seinen Methoden hinzugibt, dass man das auch für .NET umsetzt. Und das Ganze sieht dann eben so aus. Wir haben hier Code Contracts, was ihr hier seht. Und wir haben jetzt hier, wenn wir wieder zurück an die Collection denken, ist das die Insert-Methode, also die quasi an einer beliebigen Stelle ein Objekt in die Collection einfügen. Und bevor im Prinzip dieser eigentliche Methodenkörper hier unten ausgeführt wird, können wir mit Code Contracts genau das definieren, was wir vorher in Eifel schon gesehen haben, nämlich, dass wir Require- und Ensure-Sektionen oder Assertions eigentlich mit in unseren Code einfügen können. Was wir hier sehen ist eben, wir haben hier ein Require, dass eben der Index, der als Parameter mitgeliefert werden muss, der muss größer als 0 sein. Also wer irgendwie minus 42 irgendwie ein Item in eine Collection einfügen will, das ist natürlich nicht so spaßig. Und der Index muss natürlich auch kleiner als Count sein. Auch das macht irgendwie Sinn, dass das der Aufrufer irgendwie hinbekommen muss, wenn er diese Methode aufruft. Und diese Ensures, das ist eben das, was eigentlich dann mit diesem Methodenkörper hier sichergestellt werden muss, nämlich, dass der Count sich um 1 erhöht. Das ist die erste Assertion, die ich hier sehe, oder die wir hier sehen. Die zweite sagt im Prinzip aus, dass an dem besagten Index, wo du was eingefügt hast, jetzt das Item ist, was du mir als Parameter gegeben hast. Und die dritte, die schaut ein bisschen kompliziert aus, sagt aber letztendlich nur aus, dass jedes Item, das vorher an der Stelle i-1 war, jetzt an der Stelle i ist. Also quasi alle, die ab dem eingefügten Element in der Collection waren, die sind jetzt um 1 nach hinten gerutscht. Und das muss man jetzt eben innerhalb dieses Methodenkörpers, den ich mir jetzt eigentlich gar nicht genauer anschauen will, sicherstellen, dass genau diese Funktionalität hier gegeben ist. Eine Frage rein, jetzt von der Syntax her, das ist jetzt kein Problem, dass das quasi am Anfang steht, das Ensure, also vor dem eigentlichen Methodenkörper, der Compiler weiß es dann. Genau, das ist ein sehr guter Hinweis, den du hier eigentlich gibst. Das, was ihr hier auf der rechten oberen Seite seht, was blau markiert ist, das wird vom Compiler nicht mitkompiliert. Wenn man sich die Ensures und Requires-Funktionen und alles, was auf dieser Klasse Contract zu finden ist, mal anschaut, dann sieht man, dass da ein Conditional Attribute drauf ist und das wird vom Compiler nicht mitkompiliert. Warum? Weil Code Contracts einen sogenannten Binary Rewriter mitbringt. Und der sorgt eben dafür, dass diese Angaben, die man hier gemacht hat, im Nachhinein ausgewertet werden und dann erst in den EL-Code, den der Compiler schon erzeugt hat, eingefügt werden. Also es ist quasi ein zusätzlicher Compile-Step, der noch mit hinzugefügt wird. Also sehr, sehr guter Hinweis. Genau, und dadurch, dass es eigentlich dieser Binary Rewriter macht, hat man natürlich dann auch die Möglichkeit beim Kompilieren zu sagen, ja, mach mal die Ensure-Sections nicht mit rein. Und es ist nicht ganz ohne. Wir schauen vielleicht nochmal kurz in Visual Studio zurück. Und wir haben hier diese Klasse, die wir vorhin ein bisschen generiert haben. Die könnte man ja jetzt mal durch eine austauschen, die jetzt schon Contracts enthält. Also im Prinzip ist es hier einfach bloß mal wieder diese einfache Liste.
Und ich habe hier jetzt beispielsweise in den Konstruktoren schon diese Require und Ensures mit reingebracht und eigentlich in alle Methoden, die wir vorher schon gesehen haben. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, ist im Prinzip, ich glaube, diese Methode hier, ja doch, es ist der Setter vom Indexoperator, also quasi das This, mit dem man quasi auf eine bestimmte Position etwas setzen kann. Und was hier drin ist, sind ja eigentlich bloß drei einfache Anweisungen, die mit reinkommen würden. Wenn wir uns das Ganze dann im IL-Code aber anschauen, dann sieht man, dass das eben doch eine ganz schöne Auswirkung hat. Das ist jetzt die Variante ohne Ensure und Require Section, also plain old, die Set-Item-Methode. Und hier sieht man jetzt den IL-Code für alles ist drin. Also man sieht erstens nicht mal die gesamte Methode, weil die nicht auf die Folie gepasst hätte. Aber wir beginnen hier jetzt auf einmal eine Try-Finally-Section, dann hier unten nochmal einen Try-Block. Und in diesen wird eben die eigentliche Überprüfung der Require-Sektion gemacht. Und wenn dann hier dieser Catch-Block zu Ende ist, dann geht eigentlich der eigentliche Code erst los. Ja, also was Code Contracts hier mit Binary Rewriting macht, das sollte man an der Funktionalität nicht unterschätzen. Und das ist übrigens ein Release-Build, das ist kein Debug-Build, wo jetzt noch bestimmte Knobs mit drin wären. Und noch eine Frage, kann ich irgendwie wenn jetzt ein Require fehlschlägt, irgendwie die Art der Exception beeinflussen? Die ja, das kann man. Vielleicht schauen wir uns in Visual Studio kurz diese Contract-Klasse mal an. Ich glaube mit Visual Studio 2012 oder .NET 4 in der Variante, ist eben auch diese Contract-Klasse sogar ins .NET Framework gerutscht. Also die findet ihr in diesem Namespace in der MS Corelib. Also die ist fester Bestandteil vom Framework mittlerweile sogar. Und es gibt hier dann eben bei den Ensure-Sektionen bei den Require-Sektionen eine Überladung, die T-Exception mit angibt, wo du dann eben sagen würdest, mach eine Argument Null Exception zum Beispiel. Genau. Bei Ensure gibt es das nicht, aber man kann eben auch so wilde Szenarien abbilden, wie wenn eine Exception im Methodenkörper fliegt, dann muss die Klasse trotzdem für bestimmte Post-Conditions sorgen, wenn diese eben fliegt. Also das würde man mit dieser Überladung mit Ensures on Throw machen. Okay. Jetzt haben wir im Prinzip den wichtigsten Bestandteil dieser Pre- und Post-Conditions kennengelernt. Jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Bestandteil, das sind die Klassen-Invarianten. Und diese Klassen-Invarianten sind nicht auf Methoden angesiedelt, sondern direkt auf Klassenebene. Und das heißt, dass sie immer gelten. Also dieses immer habe ich natürlich in Anführungszeichen gesetzt. Das heißt eigentlich Stable Moments in Lifetime. Und deshalb schauen wir uns einfach mal so eine Lebenszeit von so einer Collection an. Hier sieht man rechts oben, dass wir das Leben beginnen mit einem simplen Konstruktoraufruf, auch mit New List of Int. Und wir haben am Anfang einen Count von 0 und eine Capacity von 4. Dann fügen wir mal ein Element ein, der Count geht hoch und so weiter und so fort. Und ich frage einfach mal kurz in die Runde, was glaubt ihr denn, wären denn Invarianten für so eine Collection-Klasse? Also ich sage es nochmal ganz einfach ausgedrückt, das sind Assumptions oder Assertions, die immer gelten. Capacity muss immer größer gleich count sein. Genau, das wäre so ein Punkt. Also du kannst nicht mehr Elemente in deiner Collection haben, als dein Array, den du intern verwendest, hergibt. Das wäre das Ganze mal salopp ausgedrückt. Fällt jemandem noch was anderes ein an Assertions, die man auf Klassenvarianten geben könnte? Hier in dem Fall.
wie wäre es mit Count darf niemals kleiner als 0 sein? Also wie, was haltet ihr von einer Collection mit Anzahl Elemente minus 42? Das macht eben alles keinen Sinn. Und die Klassen in Varianten, die gelten eben zu diesen Stable Moments in Lifetime. Was heißt das genau? Wenn ein Aufrufer jetzt zum Beispiel Insert aufruft und die Methode führt aus, dann darf während dieses Ausführens durchaus die Invariante verletzt werden und auch Postconditions. Das macht überhaupt nichts. Wichtig ist eigentlich bloß, wenn die Methode abschließt und zum Aufrufer zurückkehrt, dann müssen eben die Postconditions für die jeweilige Methode gelten und die Invarianten für die Klassen. Ja, das ist mit Stable Moments in Lifetime gebaut. Und solange wir dieses Single-Threading machen, ist das eigentlich auch nicht so schlimm. Man muss halt aufpassen, wenn man Multithreading macht, dann kann es natürlich vorkommen, dass man die Invarianten dann auch ganz gern mal einhalten muss, wenn die Methode gerade ausführt, weil die quasi unterbrochen werden könnte. Ein anderer Thread kommt rein und macht dann mit dem jeweiligen Objektstatus weiter. Also Multithreading macht das Ganze deswegen eigentlich schlimm, weil dadurch die Invariante leichter verletzt werden kann. Genau. Und diese Invarianten können wir jetzt natürlich auch in unsere tolle mathematische Formel einfügen. Wenn die Invarianten immer gelten müssen, dann heißt es ja, wenn der Aufrufer aufruft, dann muss die Invariante gelten. Weil sonst wäre es ja nicht immer. Dann führt die Methode aus und auch am Ende muss die Invariante gelten, zusammen mit den Postconditions. Und diese Formel, die ihr hier ganz unten seht, die muss immer gelten, außer in einem Fall, das sind die Konstruktoren. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch mal zur Aufgabe, die Konstruktoren erfüllen müssen. Wenn ein Konstruktor aufgerufen wird, heißt es ja eigentlich, ein Objektlebenszyklus beginnt. So, wenn das Objekt am Anfang noch nicht da war, dann kann ja schlecht die Invariante für dieses Objekt gelten. Das heißt, wir haben jetzt hier in dieser Variante für den Konstruktor die Invariante nicht davor stehen. Ein Konstruktor kann durchaus Preconditions haben, und er kann durchaus Postconditions haben. Aber das Wichtige, was eigentlich auch im Umkehrschluss in dieser Formel steht, ist, dass ein Konstruktor da ist, um die Invarianten einer Klasse herzustellen. Und ich sehe das so häufig in Code, den ich review oder den ich mir vielleicht mal in Open-Source-Projekte anschaue, dass es ganz einfach häufig Klassen gibt, die haben einen Konstruktor und dann wird das Objekt aufgerufen und dann muss ich aber irgendwie initialize zum Beispiel nochmal aufrufen, um das Ganze mit irgendwas zu verbinden. Und das ist eigentlich im Sinne der Kapselung nicht die Wahrheit, die man in der objektorientierten Programmierung verfolgen sollte. Sondern eigentlich sollte man dafür sorgen, dass jeder Konstruktor, den ich in irgendeiner Klasse unterbringe, das Objekt so initialisiert, dass eben alle Invarianten erfüllt sind. Und es darf keinen Konstruktor geben, der das Ganze nicht macht. Ansonsten verstoße ich hier, wenn man das mal ganz genau nimmt, im engeren Sinne gegen die Kapselung. Also das ist so ein Punkt, den ich häufig sehe und deswegen spreche ich den ehrlich gesagt auch gerne an. Ja, wie macht man jetzt Klassenvarianten in Code Contracts? Man fügt eine private Methode zu seiner Liste hinzu und zeichnet die mit einem bestimmten Attribut aus. Das heißt hier dann eben Contract Invariant Method. Und diese, das können wir uns vielleicht auch mal direkt in Visual Studio anschauen. Also ich würde hier eben beispielsweise ganz oben eine private Methode hinzufügen, die wird auch vom eigentlichen Code nicht wirklich aufgerufen, sondern die ist wieder bloß für diesen Binary Rewriter da, dass er eben die Invarianten dann zu jedem Methodenaufruf in die Pre- und Post-Conditions mit hineinlegen kann. Also eigentlich nichts, was jetzt im Programmiersinn so für mich Bedeutung hätte, außer für den Binary Rewriter. Ja, und innerhalb dieser Methode kann ich dann eben mit contract.invariant dann meine einzelnen Assumptions wieder auflisten, die eben immer zu gelten haben. Also wie jetzt hier eben die beiden, die wir gefunden haben, dass der Count größer als 0 sein muss, oder größer gleich 0 sein und kleiner gleich Capacity.
Ja, wie findet man jetzt diese Klassen-Invarianten? Im Prinzip kann man sich jede Pre- und Post-Condition auf seiner Klasse mal anschauen, auf allen Methoden, und dann kann man Boolesche Logik einsetzen, um dann herauszufinden, ah ja, das könnte oder müsste eigentlich immer gelten und das nicht. Also wirklich einfach die Boolesche Logik, wie man es in Mathe kennt, anwenden, und man findet dadurch Klassen-Invarianten. Das ist aber nicht so unbedingt der Zweck. Der eigentliche Zweck ist, wenn man vorgegebene Spezifikationen hat, dann kann man diese einfach als Pre- und Post-Conditions, aber eben auch vor allen Dingen als Klassen-Invarianten in den Source-Code einfließen lassen. Also, nehmen wir mal an, ich schreibe eine Chat-Software und ich muss mich irgendwie mit Accounts beschäftigen. Und die Anforderung aus dem fachlichen Betrieb ist, jeder Account muss ein Nickname zumindest haben. Dann sollte diese Anforderung zum Beispiel so umgesetzt werden, dass dann die Account-Klasse auch ein privates Feld hat mit Nickname, und der Konstruktor muss dann eben sicherstellen, dass dieser Nickname auch tatsächlich initialisiert wird. Und wenn wir uns das Ganze so anhören, dann hat es doch schon wieder sehr, sehr viel mit dem zu tun, was Gregor eigentlich uns letztes Mal erzählt hat mit Domain-Driven Design. Nämlich, dass wir diese fachlichen getriebenen Anforderungen, dass wir die in unseren Source Code reinbringen. Also ich finde da sehr, sehr viele Parallelen zwischen dem, was Eric Evans in Domain-Driven Design gesagt hat, und Bertrand Meyer, der ja im Prinzip das Ganze schon 15 Jahre vorher mit Design by Contract so ein bisschen anklingen hat lassen. Ja, dann noch kurz zu diesen Loop Assertions, also diese Varianten und Invarianten auf den Schleifen. Damit sind wir in, wie hieß das ganze Fach, spezielle Algorithmen und bloß Algorithmen und Datenstrukturen, damit sind wir am meisten gequält worden. Man kann eben auch in Eiffel Invarianten und Varianten festlegen, also was bleibt bei einer beim Schleifen, bestimmten Schleifen immer gleich, was darf sich verändern, und damit kann man eben einschränken, dass man bestimmte Fehler in Schleifen zum Beispiel nicht macht. Ich werde jetzt hier aber nicht großartig weiter drauf eingehen, weil Code Contracts das Ganze auch nicht unterstützt. Also Code Contracts kann quasi so auf die funktionelle Ebene gehen, auf die objektorientierte Ebene mit Klassen natürlich, aber auf die strukturiertes Programmieren runter, das geht mit Code Contracts nicht. Aber wer mal Eiffel macht, darf das natürlich gerne einsetzen. Also nochmal als Zusammenfassung, was wir bis jetzt so besprochen haben. Es geht im Prinzip bei Design by Contract um Semantik und nicht um Syntax. Und gerade diese semantische Bedeutung ist eigentlich meines Erachtens noch viel wichtiger als die Syntax. Wie schaut meine Klasse aus? Welche Methoden haben welche Funktionsköpfe und so weiter? Sondern die geben einem eben die Bedeutung mit, die ein Objekt eigentlich hat. Und gerade die Klassen-Invariante ist so das Einfangen des wesentlichen Kerns eines Objekts. Und das Ganze wird von Bertrand Meyer auch als ausführbare Spezifikation bezeichnet. Und warum hacke ich hier so auf dem Term Spezifikation rum? Der Meyer hat selber gesagt, a software system or software element is neither correct nor incorrect per se. It is correct or incorrect with respect to a certain specification. Also, er meint quasi, es gibt nicht die korrekte Software. Wir haben selbst als Entwickler Vorstellungen von Software, oder unsere Bosse haben Vorstellungen von Software, und die gießen wir in Spezifikationen. Und das sind üblicherweise, naja, Word-Dokumente, sagen wir es mal so, wie es ist. Und darin wird beschrieben, wie die Software letztendlich zu funktionieren hat und wie die interagiert. Dann gibt es funktionale und nicht funktionale Anforderungen und so weiter. Und ein bisschen das Problem, was er auch damals schon erkannt hat, ist im Prinzip, dass wir für 1 Gramm Software ungefähr 1 Kilogramm Papier brauchen, um das ordentlich zu spezifizieren. Und seiner Meinung nach wäre es viel sinnvoller, ausführbare Spezifikationen zu haben, die dann eben direkt am Code operieren und den quasi, dass man nicht 2 Objekte hat, einmal das Dokument, einmal den Code, und die dann beide versuchen muss zu synchronisieren. Aber da kommen wir später auch nochmal kurz drauf. Ja, das ist so die Grundlage für Design by Contract, und wir schauen uns jetzt noch ein paar fortgeschrittene Themen an.
Wie zum Beispiel, was passiert denn eigentlich, wenn ich Design by Contract mit Vererbung verbinde? Und wir haben jetzt hier so ein ganz simples Klassenmodell. Und wenn ich jetzt Preconditions, Postconditions und Klasseninvarianten auf Basisklassen definiere, was passiert denn dann eigentlich, wenn ich von diesen Basisklassen ableite? Und Eiffel selbst benutzt wie C++ eigentlich bloß Klassen mit Mehrfachvererbung, also das Typische, wie man es aus C++ auch kennt, als polymorphe Abstraktion. Und da kann man natürlich beliebig Assertions drauf definieren. Aber wenn man das Ganze jetzt mal versucht, in C Sharp oder Java zu übersetzen, wie kriege ich denn ein Contract Requires in eine abstrakte Interface-Methode? Das geht ja nicht. Und der witzige Punkt wäre aber, ich könnte ja in Basisklassen oder in diesen Abstraktionen auch semantische Bedeutung mit reinbringen und dann gilt eben diese semantische Bedeutung nicht bloß für eine Klasse, sondern auch für alle anderen, die davon ableiten. Das heißt, wenn irgendwer von iList auf T ableitet, dann muss er auch die Methoden nach diesen und diesen und diesen Vorgaben implementieren, damit die sich wie eine Collection, wie man das im .NET-Framework erwartet, verhält. Und das ist eigentlich die grundsätzliche Idee dahinter. Und das ist eigentlich der richtig spannende Teil meines Erachtens. So, in Code Contracts geht das auch. Man braucht eine zusätzliche Klasse, die dann dieses Interface, das bei mir jetzt hier iFoo heißt, ebenfalls mit implementiert. Die abstrakte Klasse ist selbst, die Klasse selbst ist abstrakt und formuliert jetzt aber wiederum diese ganzen Members, die abstrakt aufgeführt wurden, aus. Und hier in diese Methoden kann man dann sein Contract Ensures und Contract Requires und so weiter reinbringen, um dann das Ganze für Code Contracts festzulegen. Und gekennzeichnet werden dann die beiden Klassen, also die, das Interface selbst mit der Contract Class Attribute und der eigentliche Contract dann mit Contract Class 4. Und das ist ein bisschen das Blöde an Code Contracts. Weil jetzt habe ich mir gedacht, cool, hat zwar bis jetzt noch keiner gemacht, aber ich könnte ja dann auch diese List, also diese ganzen Contracts für die Liste mal hier in diese Contract-Klasse mit reinbringen. Also, dann muss ich jetzt noch hier diesen Namespace reinbringen. So, also kompilieren würde das Ganze, aber das Problem ist eben diese Kennzeichnung des eigentlichen Interfaces, der eigentlichen Abstraktion. Und das habe ich halt hier jetzt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, das Ganze hier zu bilden, dann sehen wir, dass es funktioniert. Dann habe ich hier noch, okay. Ich habe noch eine Sache nicht. Ich habe Code Contracts noch nicht aktiviert. Das schauen wir uns vielleicht auch nochmal kurz an, damit wir das sehen. Code Contracts ist aktuell ein Open Source Projekt und es gibt eine VSIX Installer, damit sich Code Contracts in Visual Studio integriert. Geht auch wunderbar ab 2010, glaube ich, aufwärts. Und man bekommt dann bei den Projekteinstellungen diesen zusätzlichen Eintrag Code Contracts hier mit rein. Und wenn man den auswählt, dann sieht man hier, dass ich hier für dieses Beispielprojekt noch nichts aktiviert habe. Aber man bekommt dann hier eben dieses besagte Runtime-Checking, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe. Und Code Contracts kann sogar ein bisschen Static-Checking. Das heißt, nachdem der Compiler ausgeführt wurde, versucht er dann bestimmte Pre- und Post-Conditions einfach schon mal auszuführen, bei denen, die er quasi automatisch ableiten kann. Und sagt dann quasi schon beim Kompilieren, hey Junge, das, was du hier implementiert hast, das entspricht nicht dem Contract. So, dann schalten wir das einfach beides mal ein. Also man kann ja dann noch viele andere Sachen einstellen, inklusive Warning Level. Aber selbst wenn ich den auf Low setzen lasse und dann hier nochmal kompiliere, dann werden wir eben sehen, dass es nicht funktioniert hat. Und wenn wir dann in die Fehlerliste gucken, dann sehen wir, das ist die wichtige Fehlermeldung, das ist
diese List Contracts ist, soll eine Contract Class sein für iList of T, aber dieser Typ, der zeigt eben nicht zurück auf die Contract Klasse. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil man kann jetzt eigentlich bloß Interfaces oder Abstraktionen im Allgemeinen mit Contracts ausstatten, die man unter eigener Kontrolle hat, wo man eben dieses Attribut drüber schreiben kann. Und wenn ich irgendwo aus dem .NET Framework oder von einem Drittanbieter ein Interface habe, das möchte ich mit Contracts ausstatten, das geht dann halt nicht. Also das ist dann schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, das hätte man meines Erachtens besser lösen können. Na gut. Abgesehen davon ist die Syntax für diese Contracts auch nicht unbedingt leicht lesbar. Also man hat hier dann so eine Klasse und man sieht zwar hier dieses Contract-Class-For-Attribut, wenn man weiß, was damit gemeint ist, dann versteht man es auch. Aber ansonsten hat man hier halt bestimmte Members einfach ausimplementiert, die sind aber eigentlich bloß wieder für den Binary Rewriter da. Also einfach lesbar finde ich die ganze Sache jetzt nicht, vor allen Dingen, wenn man Programmieranfänger ist. Aber ansonsten würde jetzt hier eben mal eine solche Contract-Klasse hier im Ganzen aufgeführt sein, wie das Ganze aussieht. Okay, ich habe noch eine Frage dort. Ja. Mit dem, gehen wir zurück auf die Folie mit dem Beispiel. Ja. Genau, also das ist ja sozusagen diese Contract-Class vor, wo dann die einzelnen Ensures drin sind. Das würde jetzt für mich auch im ersten Blick so ein bisschen Richtung Aspektorientierung ausschauen, dass ich irgendein Attribut habe das dann halt irgendwelche Validierungen genauso ausführt. Also wo sagen wir, sind da die Unterscheidungen oder Überschneidungen? Also ich finde deine Ansicht eigentlich gar nicht so falsch. Ich würde auch sagen, dass dieser Binary Rewriter, der dann letztendlich die Assertions einfügt, der ist selbst aspektorientiert programmiert. Also quasi man fügt Attribute ein und sagt dann, ich möchte es so eigentlich haben, und der Binary Rewriter setzt diese Aspekte dann für uns um in den letztlichen IL-Code. Also ich würde sagen, also meines Erachtens nach ist der Binary Rewriter oder Code Contracts an sich aspektorientiert. Ja, ja, weil jetzt so zum Beispiel PostShow oder sowas macht der das in die ähnliche Richtung. Genau. Also, mach mal Aspekte und hier das, was dann reingeschrieben wird. Ja, würde ich genauso sehen wie du. Ja, auf abstrakten Klassen geht das natürlich auch, bloß dass dann die Syntax ein bisschen anders ist, aber gut, das ist jetzt nur nichts Besonderes. Was vielleicht noch wichtig ist im Allgemeinen, ist, dass wir mal über die Stärke oder die Schwäche von diesen Assertions reden wollen. Und zwar, nehmen wir mal an, wir haben wieder diese besagte Basisklasse und wir leiten davon was ab und wir implementieren jetzt eine Abstraktion. Und auf dieser Abstraktion ist jetzt definiert, der Parameter 1, der ein Int ist, geht von 1 bis 10. So, dann darf ich in der Subklasse diese Precondition nur aufweichen, aber nicht verschärfen. Was heißt aufweichen? Ich würde in diesem Fall eben sagen, okay, ich nehme nicht Werte von 1 bis 10 entgegen, sondern von minus 1 bis 12. Ich habe einfach noch die gesamte Menge an möglichen Eingaben, die über die Basisklasse gehen kann, die kann ich auch entgegennehmen, und zusätzlich habe ich noch ein bisschen was mehr. Und das ist eben mit Aufweichen der Precondition gemeint. Was nicht geht, ist zu sagen in der Subklasse, hey, ich mache jetzt bloß noch 5 bis 7. Warum? Das ist einfach dieser Punkt, wenn ich Objekte über die Basisklasse ansprechen möchte, dann denkt ja der Client, wenn er gegen die Basisklasse programmiert, hey, 1 bis 10 ist okay, semantisch gesehen. Und in der Subklasse mache ich dann, nee, 5 bis 7. Und genau das ist eben so ein Verstoß gegen das List-Call-Substitution-Principle. Und genau umgekehrt ist es natürlich mit Post-Conditions. Ich darf die in Subklassen nur verschärfen. Das heißt, ich liefere ein präziseres Ergebnis oder die Güte der Seiteneffekte, die ich habe, die wird verstärkt. Aber ich kann mich weniger zusichern, als das von der Basisklasse vorgegeben ist. Und das ist genau das, was die Barbara Liskov eben auch schon in den 1980ern mit ihrem Liskov Substitution Principle eigentlich aussagen möchte. Du kannst nicht eine Basisklasse Auto haben, wo 1 bis 5 Passagiere drin sitzen können, und du leitest dann einen VW-Bus ab davon
wo dann plötzlich 7 Leute reinpassen können. Wer gegen die Basisklasse programmiert, der muss einfach davon ausgehen können, dass 1 bis 5 reingeht und nicht auf einmal 7. Das wäre quasi jetzt eine Verletzung oder ein Beispiel für eine Verletzung der Invariante. Frage an euch. Jetzt haben wir uns ja schon einige Zeit lang mit Design by Contract beschäftigt. Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Design by Contract? Was würdet ihr da sagen? Habt ihr da Vorstellungen? No Design. Nö, muss nicht unbedingt sein. Also, das habe ich natürlich auch aus dem Buch von Meyer raus. Und ich habe da auch erstmal geschluckt, weil für mich war das initial überhaupt nicht ersichtlich. Aber er meinte tatsächlich, dass das Gegenteil von Design by Contract Defensive Programming ist. Schauen wir uns das mal an. Defensives Programmieren heißt ja im Prinzip, dass ich andere Komponenten, die ich aufrufe, innerhalb meines Stückchen Codes, dass ich denen eigentlich nicht traue, dass die mir das richtige Ergebnis zurückliefern. Gehen wir einfach gleich mal zum Beispiel. Hier rechts generiere ich mir Lottozahlen und ich hole mir von der Random-Klasse irgendwas zwischen 1 und 49. Mit dem nächsten Statement mache ich aber eine explizite Überprüfung auf das, was mir diese Random-Klasse zurückgegeben hat. Das heißt, eigentlich sage ich hier, naja, könnte ja sein, dass die mir minus 42 zurückgibt, statt irgendwas zwischen 1 und 49. Und das ist eigentlich dieses defensive Programmieren, dass ich in jede Komponente versuche, jedes mögliche Szenario irgendwie abzudecken. Und wenn man das dann gedanklich weiterspinnt und vielleicht nicht so einfache Komponenten nimmt wie hier in diesem Beispiel, dann kann man eigentlich schnell sagen, okay, da könnte Spaghetti-Code entstehen, weil wir nämlich viele If-Elses drin haben, um einfach immer sicher zu gehen, dass wir uns wirklich in einem gewissen Ergebnisraum befinden. Und das Gegenteil davon wäre natürlich, dass man hier diese Überprüfung einfach nicht durchführt, sondern sagt, okay, random, der sagt mir oder der gibt mir vor, dass er mir jetzt, wenn ich das so, diesen Aufruf mache, dass dann eben zwischen 1 und 49 was rauskommt. Und dann überprüfe ich hier nicht mehr, sondern gehe einfach davon aus, dass das auf jeden Fall passt. Und dann mache ich halt noch die Überprüfung, ist in meiner Liste schon was drin? Wenn nicht, dann füge ich es hinzu, um quasi doppelte Lottozahlen zu vermeiden. Genau. Aber das ist so gedanklich gesehen eben das Gegenteil von Design by Contract, dass man eben versucht, alle möglichen Fälle in einzelnen Komponenten abzudecken und das nicht quasi logisch gesehen auf verschiedene Sachen verteilt. Und die dann eben diese verschiedenen Komponenten untereinander sich contracten lassen. Also quasi, dass es bestimmte Vorgaben gibt, an die sich die Komponenten ganz einfach halten. Vorsicht, das Ganze bitte nicht mit All Input is Evil verwechseln, was ich hier jetzt gerade erzählt habe. Also wenn wir Daten über die Prozessgrenze hinweg annehmen, über Internet oder ganz einfach über irgendwelche Connections, die von außen in unseren Prozess reinkommen, Nutzereingaben, Dateien auslesen, irgendwas, was über die Prozessgrenze hinweg geht, das müssen wir natürlich überprüfen, ob das korrekt ist. Was ich hier jetzt meine, sind wirklich tatsächlich Komponenten, die mit mir im selben Speicherbereich arbeiten, wo ich sicher gehen kann, dass eigentlich von außen kein Einfluss ist. Also die funktionieren so, wie sie gecodet wurden. Ja, bin nicht so ganz glücklich damit, weil ja, du nimmst ja random her, also du weißt genau, wie es aussieht. Du kannst das Unit testen. Du brauchst diese Prüfung nicht und du brauchst auch nicht Design by Contract. Anders ist die Situation, wenn es hier ein iRandom wäre, das reinkommt als Input. Du weißt nicht, wie die Implementierung aussieht konkret. Genau, ja. Und dann macht es wesentlich mehr Sinn, weil dann sagst du, ja gut, ich weiß, dass es diese Next-Methode gibt und ich weiß, dass ich hier zwei Zahlen übergeben kann, aber wie die interpretiert werden, keine Ahnung. Ja, eigentlich sollte die so und so sich verhalten, aber ich habe keine Ahnung. Also hast du jetzt die Möglichkeit, entweder Design by Contract zu machen. Genau. Und dann müsste eben auch schon ein Teil vorgearbeitet sein, auf iRandom zum Beispiel. Ja. Oder eben du machst dieses Defensive Programming und dann musst du eben die Kondition hier drin stehen haben. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist besser. Und Design by Contract, wenn es schon diese Möglichkeit gibt, wäre natürlich der ideale Fall hier. Aber
Ja, da gebe ich dir komplett recht. Also das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel. Wenn man hier wirklich gegen IO-Random, also gegen eine Abstraktion programmieren würde, dann hat man natürlich keine Ahnung, was dahinter für ein Objekt zur Laufzeit kennt. Und ich sage ja, ich möchte auch nicht komplett sagen, Defensive Programming ist für den Popo und macht es nicht. Macht immer Design by Contract. Ihr sollt halt einfach bloß wissen, wie sich unterschiedliche Herangehensweisen an den Code unterschiedlich auswirken. Und bei Design by Contract sehe ich persönlich halt eben den Vorteil, dass es nicht in If-Else-Eskapaden ausarten könnte. Weil man einfach auf das, was auf dem Interface semantisch definiert ist, vertraut. Und die Subklassen müssen sich daran halten. Aber ja, das liegt vielleicht auch an meinem fanatischen Clean-Code-Gehabe. Und ich bin überhaupt kein Freund von weiten Einrücken und großen If-Else-Sachen. Ich versuche das zum großen Teil eigentlich immer polymorph dann zu lösen. Ja, Alternativen zu Code-Contracts. Sorry, das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Okay, Code-Contracts. Ist es ready for production? Ich habe ja schon vorher im Vortrag ein bisschen anklingen lassen, dass es teilweise eben Situationen gibt, da kann Code Contracts einem einfach nicht helfen. Und auch die Community ist in ihrer Meinung über dieses Framework sehr gespalten. Also es gibt, wie man hier auf der rechten Seite sehen kann, es gibt Leute, die bewerten das richtig gut, dann gibt es Leute, die bewerten das richtig schlecht. Und das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich für ein Open Source Project. Das sehe ich nicht so häufig, dass die Meinungen so weit auseinandergehen von: Es ist so gut, ich wüsste gar nicht, wie ich bisher ohne das Ding leben kann, von bis zu: Es ist sehr buggy, die Bildzeiten werden sehr lang, wenn man große Projekte hat, und eigentlich mag ich Design by Contract in der Theorie, aber so richtig usable ist das für mein Alltagsleben nicht. Ich persönlich setze Code Contracts auch nicht mehr ein, aber ich habe es nie in einem ganz großen Kontext getestet, ehrlich gesagt. Und deswegen, wenn euch Code Contracts interessiert, dann würde ich euch mit meiner bisherigen Erfahrung einfach raten, probiert es mal selber aus, aber bitte in der VM, weil ich habe auch schon viele Sachen gelesen, die gesagt haben, ja, Visual Studio geht nicht mehr, ich muss den Scheiß neu installieren, und Visual Studio neu installieren ist nicht so, oder ist ziemlich zeitintensiv, würde ich mal sagen. Also es ging dann auch nicht mit Handarbeit dieses Plugin rausarbeiten, das hat alles nicht funktioniert bei denen angeblich. Bei mir persönlich ist es nie aufgetreten, aber man muss schon sagen, dass es ist schon ein bisschen buggy. Das ist mir auch aufgefallen bei den Sachen, die ich damit gemacht habe. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn nicht Code Contracts, ja, was denn dann? Und wenn man mal nach Design by Contract in C-Sharp googelt oder bingt, muss ich ja eigentlich sagen hier, wenn wir schon bei Microsoft sind, dann gibt es eigentlich sehr, sehr viele Implementierungen, die als Hobbyprojekt entstanden sind oder so als Side-Project on Work, die eigentlich auch immer diese statischen Methoden anbieten, und die führt man dann eben zu Beginn einer Methode aus und am Ende, und da kann man dann eben seine Requires und Ensures ausdrücken, und dann gibt es dann Conditional Attribute drüber, das heißt, ich kann die mitkompilieren, wenn ich möchte oder nicht. Kann man so machen, ist aber meines Erachtens nicht die beste Herangehensweise an die ganze Sache. Und wir benutzen eigentlich schon seit längerem Mittel, mit denen wir Design by Contract auch so umsetzen können. Das sind Guard Clauses und automatisierte Tests. Was sind Guard Clauses? Guard Clauses sind diese Bedingungen am Anfang einer Methode. Sorry, Zoom beendet. Nein, das ist da. Moment, jetzt geht's. Okay. Guard Clauses sind diese Bedingungen am Anfang einer Methode, die üblicherweise Parameter checken oder gucken, ob das Objekt im richtigen Status ist. Und wenn es nicht funktioniert, schmeiße ich eine Exception. Dürfte jedem bekannt sein, im Baum, nehme ich an. Aber das sind ja eigentlich Preconditions. Da gehe ich zumindest. Dann sagt man vielleicht, was du unter Guard Clauses verstehst, das habe ich so eigentlich noch nie gesehen. Und das ist richtig, wer den Fowler, sein Refactoring-Buch gelesen hat, der weiß, dass Guard Clauses eigentlich mal für diesen Fall gedacht wurde.
dass wir hier wieder so eine schöne Verschachtelung von if-else haben, die man sofort entziffern kann, wenn man nur zwei Sekunden drauf blickt. Man soll dieses Konstrukt eigentlich durch diese Guard-Clauses so entschlacken, wie wir das jetzt hier unten sehen. Das heißt, eigentlich if und dann return, if und dann return. Eben, dass man diese sehr starke Verschachtelung, die eigentlich darauf beruht, dass man bloß einen Result-Wert berechnet und den dann am Ende zurückgibt, das ist eigentlich die Intention am oberen Beispiel, soll man doch bitte mehrere Return-Anweisungen hier einfügen, damit der Code einfacher zu lesen ist. Genau, das ist der ursprüngliche Sinn von Guard-Clauses. Und ich sage, ja, und wenn du da eine Exception schmeißt, ist doch auch nicht schlimm. Also für mich sind Guard-Clauses im Regelfall mit irgendeiner Exception verbunden. Ja, und das Gleiche beim automatisierten Test. Im Prinzip bringen wir bei so einem kleinen Stück Test irgendwie ein System under Test in einen bestimmten Zustand. Also beispielsweise hier, dass zumindest ein Element drin ist, damit ich Pop aufrufen kann. Und dann mache ich meine Assert Statements, um hier festzustellen, dass sich der Count beispielsweise im 1 verringert hat. Und dann mache ich noch einen Test, in dem ich feststelle, dass sich der Rückgabewert tatsächlich das oberste Element vom Stack war und so weiter, wie ich das vorhin erzählt habe. Und meines Erachtens ist das, wenn wir uns das in Visual Studio anschauen, sind diese ganzen Tests, die ich hier jetzt für diese Liste mal geschrieben habe, das sind, glaube ich, insgesamt 26, aber wenn man es dann mit Theories in XUnit macht, dann kommt man auf 64. Aber das sind für mich eigentlich Post-Condition-Checks und Klassen-Invarianten-Checks. Und wenn ich die dann ausführen lassen möchte, dann sehe ich eben schnell, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Verstehe ich das, was er nicht mag? Also es kann sein, dass er hier nicht wegen dem Build-Fehler nicht, dass ich hier wieder richtig kommentiere mal diese Klasse nochmal schnell aus. Nochmal zu bilden. Okay. Und ich versuche jetzt nochmal, ob er hier jetzt was macht. Nee. Schade. Dann nehme ich einfach die andere Session, die ich vorbereitet habe. Hier bin ich mir sicher, dass es geht. Also ich habe wahrscheinlich bei meinen Vorbereitungen irgendwo einen Fehler reingebaut. Das tut mir furchtbar leid, aber das ist auch der Code, den ich dann bei GitHub hochladen werde, wo dann auch die Präsentation mit dabei ist. Und hier sieht man einfach, dass ich habe dann eben wieder das typische schnelle Feedback, was bei automatisierten Tests da ist. Und darüber kann ich meine Post-Conditions und meine Klasseninvarianten checken. Eigentlich, dass quasi die Klasse sicherstellt, dass sie semantisch das tut, was sie soll. Und das sind zwei einfache Mittel, die eigentlich fast jeder Programmierer schon irgendwie im Alltag einsetzt. Und wenn wir uns dann nochmal genau anschauen, dann funktioniert das Ganze genauso wie eben in der Eiffel Runtime, dass man eben sagen kann, eigentlich werden diese Assertions zur Laufzeit ausgetestet, in Testruns oder bei Produktionscode. Wenn irgendwas fehlschlägt bei einer Überprüfung, dann wird eine Exception geworfen. Wenn wir eben fehlgeschlagene Guard-Clauses haben, dann sehen wir einen Fehler im Aufrufer. Wenn wir fehlgeschlagene Tests haben, ist das ein Fehler in unserer Klasse, die wir testen, oder im Supplier. Und wir können sogar diesen Produktivcode vom Testcode trennen, was wir auch üblicherweise machen, und den liefern wir dann nicht in die Produktivumgebung mit aus. Es gibt einen kleinen, feinen Unterschied zwischen Design by Contract und dem, was ich gerade erklärt habe. Und zwar, in Post-Conditions kann ich eigentlich auf private Member zugreifen. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel,
wo ich bei der Clear-Methode eben darauf eingehe, dass jedes Item, was ich in diesem internen Array verwende, das muss auf Default of T gesetzt werden. Einfach damit sämtliche Objekte im Notfall eben freigegeben werden und vom Garbage Collector geholt werden können. Sowas kann ich jetzt bei einem Unit-Test eigentlich nicht schreiben, weil es gibt zwar Mechanismen, mit denen ich auf private Members zugreifen darf, aber ich habe es eher so im Blut, dass ich sagen würde, ja, wenn ich Tests schreibe, dann gehe ich eigentlich auch bloß gegen die Public API von dem, was ich da teste. Da muss man halt so ein bisschen anderen Umweg bauen. Also ich habe jetzt eben eine Liste gemacht mit einem Item, habe cleared aufgerufen, dann die letzte Referenz gelöscht, habe den Garbage Collector gestartet und dann versucht, aus dieser Weak Reference, die ich auch habe, das Objekt wiederherzustellen, und das Ding muss dann einfach null sein. Also es ist quasi ein Umweg, um zu testen, dass die Liste tatsächlich ihre Referenzen freigibt. Ja? Ja, das ist halt einfach eine andere Denkweise. Also ja, genau. Links bist du eher an der Implementierung interessiert und rechts genau. Bist du eher am Verhalten interessiert, an der Funktionalität. Du sagst, ja. So soll es aussehen, das erwarte ich davon, ich führe das aus und dann möchte ich das sehen. Und hier bist du wirklich daran interessiert, dass wie das intern aufgebaut ist, dass es zum Beispiel irgend so ein internes Array hat, wie das konstruiert ist. Da bist du ja bei deinen Unit-Tests überhaupt nicht dran interessiert. Du willst diese Mitglieder nicht testen. Ja. Das ist dir völlig egal. Ja, das ist richtig. Ja, also hier muss ich dir ein bisschen widersprechen, auch hier bin ich am Verhalten interessiert. Ja, aber nicht so sehr wie bei den Unit-Tests. Zum Beispiel wirst du dann niemals sagen, wenn jetzt als Zahl 42 reinkommt oder irgendwas, dann soll das rauskommen dabei. Das wirst du dann nie sagen. Da komme ich aber auch gleich nochmal in den Mut drauf zu sprechen. Exakt das Szenario, wo du Unit-Tests haben möchtest. Du hast einen Satz von Eingabeparameter, und zwar einen konkreten Satz. Und dann möchtest du auch eine konkrete Ausgabe sehen, ein konkretes Result, das du dadurch erhältst. Ja. Während hier sagst du, okay, jetzt kommt jetzt irgendwas rein, und das soll der Zustand sein, in dem dieses System am Anfang ist. Und das ist dann der Zustand, in dem es am Ende ist. Ja, genau. Ich sehe das ähnlich wie du. Unabhängig quasi von den Eingabeparametern. Ich finde, das ist eher ein deklarativer Charakter. Also du sagst halt in einem Statement mehr oder minder in einer mathematischen Formel aus, was sich ändern soll und wie sich es ändern soll. Und in Unit-Tests geht man aber häufigerweise an die Sache ran, dass man eben, wir haben konkrete Eingabewerte und wir erwarten aus diesen konkreten Eingabewerten irgendeinen bestimmten Seiteneffekt oder ein Ergebnis, das eben konkret auf diese eine Sache zugestimmt ist. Mhm. Und das ist ein Unterschied, auf den möchte ich sowieso gleich noch eingehen. Wo kommen wir denn dahin? Ich finde, wir sollten das, was der Meier mit Design by Contract uns gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen mehr in unseren Arbeitsalltag einfließen lassen, weil wie wäre es denn, wenn unsere Test-Frameworks irgendwie ein bisschen auf Design by Contract abgestimmt werden müssen? Das wären ein paar Änderungen in einem Test-Runner, nichts großartig Weltbewegendes meines Erachtens, und der unterstützt dann zum Beispiel Klasseninvarianten. Oder ich kann sehr einfach Tests gegen Interfaces schreiben, und wenn ich dann eine Klasse implementiere, dann habe ich zum Beispiel, also wenn ich eine neue Collection implementiere, dann kann ich mir bestehende Tests aus einem Framework holen, die dann eben gegen das Interface iListOfT programmiert sind. Oder das kann man ja auch gegen alle möglichen anderen Interfaces so machen. Also quasi, dass man über das, was wir gerade geredet haben, dass wir vielleicht dieses konkrete Werte führen zu konkreten Ergebnissen, vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Richtung, ich mache eine mathematische Formel draus. Also sowas wie Property-Based Testing in funktionalen Programmiersprachen. Wo du quasi sagst, ich habe hier eine bestimmte Formel, generiere mir mal bitte bestimmte Werte daraus und die stecken wir in unsere Test-Cases rein. Genau, also diesen deklarativen Charakter. Und DBC ist letztendlich meines Erachtens eine Methodik, mit der man Kapselung besser verstehen kann. Weil Kapselung sagt im Wesentlichen aus, dass ich eine Klasse schreibe, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und diese Klasse stellt dann eine einfache, unmissverständliche API zur Verfügung, mit der Clients das Problem lösen können, ohne das komplett selbst verstanden haben zu müssen. Das ist für mich Kapselung. Was viele Leute unter Kapselung stattdessen verstehen, da bin ich nicht ganz eins damit. Man sieht häufig bei Foren wie Stack Overflow so Anmerkungen wie, wie setze ich Internal und Public eigentlich richtig ein? Und er meint,
er hätte gerne Blackboxes, wo es geht. Und man hat eben eine bestimmte API, gegen die darf jemand anders programmieren. Und die eigentlich schwere Arbeit wird aber von Types, die internal sind, durchgeführt. Und dieses Design finde ich persönlich überhaupt nicht gut. Warum? Gerade wenn ich irgendwie reusable Codebases schreibe, also Frameworks, Libraries, Shared Projects in meiner Arbeit, dann muss ich eigentlich immer mit an Joel Spolskys Law of Leaking Abstractions denken. Irgendwann, wenn irgendwer meinen Code einsetzt, dann möchte der ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht mal unter die Haube gucken und bestimmte Sachen verbessern. Funktionalität hinzufügen, die Performance verbessern. Und das Einfachste im objektorientierten Umfeld wäre eigentlich, der hat ein Interface und schreibt dann seine eigene Klasse und fügt es in den gesamten Objektgraph, den das Framework oder die Library nutzt, mit ein. Das heißt, der Client könnte dann quasi sagen, okay, hier, das Framework macht alles gut bis zu der Stelle, hier benutzt mal mein eigenes Objekt und dann geht's weiter. So, wenn ich aber so ein Design habe, dann geht es nicht. Weil wenn ein Interface internal ist oder eine abstrakte Basisklasse internal ist, dann kann man einfach nicht davon ableiten, nicht mal über irgendwelche Tricks mit dem IL-Code. Und was heißt es im Endeffekt? Wir haben zwar einen Trend hin zur Open-Source-Software, aber ich muss mir trotzdem das Git-Repository klonen. Da muss ich die Anpassung in dem Source-Code machen, da muss ich das Ding nochmal selber neu kompilieren und dann noch in meinen eigentlichen Code einfügen, und zwar wahrscheinlich nicht über NuGet oder irgendwelche anderen Package-Manager-Systeme. Deswegen wehre ich gegen solche Konstrukte und sage, wenn möglich, macht alles public. Und diese Public Classes, die sollen nach Design by Contract einfach ihre Contracts erfüllen. Und möglichst, wenn es geht, dann auch eben Contracts für Interfaces bereitstellen, dass man die eben selber leicht implementieren kann. Das wäre dann eben dieser Satz an Tests beispielsweise, die ich mir mit reinholen kann in meine Test Execution. Und ja, man kann dann natürlich sagen, internal, das hilft mir aber, wenn ich irgendwie internen Prozesse ändern möchte. Da muss ich dann eben nicht auf Abwärtskompatibilität achten oder so. Aber ich kann auch ein Append-Only-Model nutzen. Das heißt, wenn ich irgendwelche schwerwiegenden Änderungen habe, dann kann ich die in neue Klassen gießen. Und alte Klassen, die mag ich als obsolet. Das heißt, es wird dann angezeigt, ihr dürft die nicht mehr nutzen. Und die waren vorher public. Das heißt, wer vorher drauf geguckt hat und dann die Aktualisierung macht, der sieht sofort, hey, das Ding darf ich nicht mehr benutzen, ich muss es jetzt rausnehmen. Und wenn man das mit Semantic Versioning kombiniert, das heißt, dass man Breaking Changes mit einem neuen Versionssprung kennzeichnet und ansonsten eben versucht eigentlich bloß durch Feature-Sachen oder Feature-Erweiterungen oder Bugfixes das eben in der hinteren Position der Versionsnummer zu ändern, dann hat man eigentlich immer einen ganz guten Indikator, wie man seine Frameworks und Libraries aufbaut. Und ich finde das Zeug echt schade. Weil es kostet so viel Zeit, wenn man wirklich den kompletten Source Code verstehen muss, der internal ist, als dass man eben einfach bloß eine Übersicht hat von der Dokumentation, okay, die Objekte sind so strukturiert, an der Stelle kann ich jetzt einfach das Objekt austauschen oder erweitern. Und das ist ein Punkt, wo wir meines Erachtens hinkommen sollten. Naja, aber jetzt machen wir nicht so Interfaces oder sowas public sind, dann ist da dagegen nichts einzuwenden, weil dann kann ich ja jederzeit dasselbe implementieren. Aber ja, das ist richtig. Aber ich kenne viele Frameworks. Unter anderem habe ich mir vor kurzem auch JSON.NET angeschaut. Da schaut es so aus. Wenn du JSON.NET in irgendeiner Form erweitern möchtest, ab Serializer-Ebene, also wo es dann quasi um die Wurst geht, das geht schwierig. Man kann es schon machen, aber man muss halt wirklich am Source Code selber rumfummeln, anstatt einfach bloß Objekte zu ersetzen. Und das kostet viel mehr Zeit meines Erachtens, als wenn man es anders strukturieren würde. Also, bloß weil ich internal benutze, ist das keine Kapselung. Kapselung entsteht durch Semantik und mit Design by Contract kann man es eigentlich immer ganz gut verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das schon, aber ich meine, das hier ist ein komplexes Thema. Ja. Also nur zu sagen, mach alles public, okay, das kann man Einsteiger vielleicht so hinwerfen. Alles dahinter internal zu halten, ist sicherlich auch falsch, aber dann die Diskussion zu führen, was halte ich jetzt internal, weil es vielleicht wirklich nur intern benötigt wird und intern heißt, das wird schon irgendwo kreiert und also in konkreten
Klassen, die ich schon aufgebaut habe, und wird dann auch nur da drin kurz verwendet, also irgendeine Hilfsklasse, irgendein Buffer oder irgendwas. Das ist halt dann häufig so eine Entscheidung, die halt architekturabhängig ist, und das heißt, es ist nicht so einfach, dass man das irgendwie zu pauschalisieren könnte. Fakt ist auf jeden Fall, anscheinend ist es bei JSON.NET nicht ganz ideal getroffen worden. Ne? Aber das könnte man vielleicht auch in den Issues dann, wenn es Open Source ist, ja. Ja, schon, aber das ist ja ein Major Rewrite. Also das, ja, wenn du sagst, dass in dem Fall bloß der Modifizierer von Internal auf Public setzen, oder was ist deine Kritik jetzt gewesen dann konkret? Ja, also es wird nicht nur sind wichtige Typen Internal, die Abstraktionen sind, sondern es gibt halt auch manche Stellen, wo ich eher Abstraktionen eingesetzt habe, wo aber dann starke Kopplung eigentlich war. Das war gut, aber da ist auch bei JSON.NET, du darfst nicht vergessen, ist auch ein Fokus auf Performance hier gelegt. Ja, ja, klar. Das heißt, die starke Kopplung kann in diesem Fall gewollt sein. Ja, das einfach ist klar. Um weniger Abstraktionslevels zu haben, weniger Indirektion und deshalb viel stärkere Performance erzielen zu können. Ja, ja, sehe ich auch ein. Aber trotzdem, sobald eine Klasse semantisch gekapselt ist, warum mache ich sie nicht public? Also ich sehe ein, dass man bestimmte Typen, die eben nicht diese komplette semantische Kapselung haben, dass man die internal ist. Aber bitte nicht wichtige Abstraktionen, die sollten auf keinen Fall internal sein. Und ich würde intern oder in mir selbst nicht verstehen, wenn ich eine Klasse, die einen Problembereich abdeckt und die konfigurierbar ist und die ich gut getestet habe und die meines Erachtens die Sachen erfüllt. Hallo, Servus. Ja. Den kannst du wieder mitnehmen, ich habe vom Sekretariat geschrieben. Ach, ja, alles klar. Danke, viel Spaß. Und warum mache ich sie nicht public? Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich sehe es ein, wenn man Klassen noch nicht fertig hat, dass man die vielleicht internal am Anfang lässt. Aber selbst dann gibt es andere Ansätze, wie ich habe gelesen, dass die Klasse wird erstmal obsolet gemacht, damit man sie nicht selbst beim Kompilieren verwenden kann, standardmäßig. Und erst wenn sie fertig ist, nimmt man das obsolet weg. Das wäre auch so ein anderer Ansatz. Wobei ich den nicht so praktisch finde. Okay, aber wichtig ist eigentlich, wie schon öfters jetzt angeklungen, Semantik und ausführbare Spezifikation. Und dann möchte ich mit noch einem kleinen Zitat von Bertrand Meyer enden. If you treat the two products as separate, you risk finding yourself quickly in a situation where the documentation says one thing and the software does something else. If there is any worse situation than having no documentation, it must be having no wrong documentation. Jetzt habe ich das letzte Zitat versaut. Aber auf was ich stehe, ist ausführbare Dokumentation. Seien es jetzt Tests, sei es irgendwie Design by Contract, wie er das strukturiert hat. Wichtig ist einfach, dass die Dokumentation oder die Spezifikation mit dem Code interagieren kann. Man sollte trotzdem nicht das geschriebene Wort unterschätzen, aber man sollte das meines Erachtens in Situationen einsetzen, wo man den Überblick über etwas bekommen soll. Und die harten Fakten sollten tatsächlich dann nicht in einem Word-Dokument aufgelistet als irgendwelche Anforderungen stehen, sondern meines Erachtens direkt im Source-Code. Und dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir können jetzt noch eine lustige Diskussion starten, gerne auch im Wirtshaus, wenn ihr möchtet.